In den kommenden Minuten werden wir in die Geheimnisse des Monats Oktobers eintauchen und Licht auf das Unbekannte werfen, was hier als Energie vorhanden ist. Wir werden schauen, was die Mächte im Hintergrund planen und wie Veränderung bei den Machthabern unsere Welt beeinflussen könnten, was alles da energetisch geschieht. Ich werde die vedische Astrologie und die westliche Astrologie anschauen, beides ein bisschen vergleichen. Und wir werden natürlich eine Botschaft bekommen von den Luminärengeln zu diesem Thema. Der Oktober hat es tatsächlich in sich und es ist gut, dass du hier bist und dich informierst, denn so kannst du leichter durch den Oktober kommen mit diesen Energien, die manchmal gar nicht so einfach sind. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirejana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Dies hier ist mein neuestes Buch, Das kosmische Wissen von Andromeda. Wenn du dich dafür interessierst, unter dem Video ist ein Link. Da kannst du dich weiter informieren. Und es sind übrigens auch noch weitere Links unter dem Video, welche wichtig sind, dass du die dir mal anschaust. Wir haben ja Ende November in Marburg ein Seminar zur Heilerausbildung zum Bioenergietherapeuten mit den Luminärengeln. Und dieses Event solltest du eigentlich gar nicht verpassen, denn es ist die Energie der neuen Zeit, die neuen Heiltechniken, das, was uns zur Verfügung gestellt wird und uns tatsächlich auch sehr weiterbringt, besonders auch in der Schmerzbehandlung und allen anderen energetischen Blockaden, die zu Krankheiten führen. Das jetzt nur mal so ganz kurz in eigener Sache. Ja, und jetzt möchte ich gerne mit euch auf diesen Oktober schauen, der ja wechselhaft und stürmisch ist, so könnte es man mit zwei Worten beschreiben. Und wir haben auch sehr mit Sonnenstürmen zu tun, die werden sich verstärken und bis November andauern, bis Ende November wahrscheinlich andauern. Das heißt also, es könnte auch Ausfälle im Internet geben. Und von daher richtet euch ein, sichert euch ab, dass euch nichts geschieht. Wenn wir nun mal einen Blick in das vedische Horoskop hineinschauen, dann fängt das schon am 5.10. an, wo der Mars über den südlichen Mondknoten Ketu läuft. Und daraus ergibt sich dann ein T-Quadrat zwischen Rahu und Ketu und mit den gegenüberstehenden Planeten Pluto. Das heißt also, aus diesem T-Quadrat ergibt sich eine Energie, die eigentlich gar nicht so schön ist, denn es können schicksalhafte Ereignisse auftreten, Veränderungen, die uns dann doch unser Leben ein bisschen schwer machen und die man eigentlich auch gar nicht geplant hat. Solche Dinge können entstehen. Und diese Energien werfen Veränderungen hervor bei den Machthabern. Es kommt Korruption ins Spiel, Energien von Geld und Macht und Kontrollausübungen, die also jetzt in unserem System der Machthaber eine große Rolle spielen werden. Und der Pluto im Steinbock steht ja jetzt auch für die Regierung. Und das heißt also, es passieren Dinge, die vielleicht für uns nicht so schön sind. Das heißt, im Bereich von Kontrolle über das Geld oder auch Korruption wird es einige intensive Geschehnisse geben. Die Tendenz von den astrologischen Daten ist auf jeden Fall so. Und das heißt aber jetzt nicht unbedingt genau am 5.10., sondern ein paar Wochen vorher, ein paar Wochen nachher kann das alles geschehen. Es ist diese Energie gerade sehr aktiv und hat auch sehr mit Gewalt und Aggressionen zu tun. Ja, und all das hat oder trägt die Energie gewaltsamer Konflikte oder aggressiver Reaktionen der Machthaber untereinander. Aber es geht auch am Ende des Monats Oktober wieder besser, da komme ich gleich dazu. Wir müssen einfach am Anfang jetzt im Oktober mal durch diese 20, 25 Tage hindurch, wo die Energien wirklich schwierig sind, um dann eben
mit diesen tiefgreifenden Veränderungen, die ja vielleicht auch positiv für uns sein können, damit zurechtzukommen. Wenn wir jetzt das weltliche Horoskop anschauen, das beginnt am 4.10. bereits mit Konfliktenergien in der persönlichen und kollektiven Verantwortung. Also es betrifft auch Konflikte innerhalb unserer Familien, innerhalb unseres Freundeskreises. Und es kommt immer darauf an, wie wir mit diesen Energien umgehen. Manchmal wird es schmerzhafte Kompromisse geben. Möglicherweise die Tendenzen sehen so aus. Und das wird sich bis Ende Oktober hinziehen, so sagt die westliche Astrologie. Wir können aggressives Vorgehen unserer Machthaber beeinflussen. Ab dem 12.10. kommt eine Zeit, wo wir uns so ein bisschen müde und hoffnungslos fühlen von, das ist ja klar, von diesen Konflikten, die alle vorher waren, wo wir als erstmal aufatmen müssen, wo wir uns ja geschafft fühlen. Und in dieser Zeit gilt es dann nochmal, uns gut auf uns selbst zu konzentrieren und auch an unsere Pläne zu denken und die dann in Ruhe umzusetzen. Also alles ist möglich, wenn wir in unserer Mitte sind. Und das ist immer wieder das Gleiche. Wir sollten darauf achten, wirklich immer in unserer Mitte zu sein. Danach kommt am 23.10. die Situation, dass Saturn seine Rückläufigkeit beendet. Und in diesem Moment wird alles klarer für uns. Wir blicken wieder durch und wir sind also wieder in der Phase, wo wir mehr verstehen und mehr für uns tun können. Das bringt uns nochmal die Energie, wo die Masken fallen, wo wir hinter die Masken schauen können und wo auch falsche Freundlichkeit zutage kommt, wo wieder ganz viele Lügen nochmal aufgedeckt werden, die wir eigentlich gar nicht sehen wollen. Aber das ist so ein Thema, was also da nochmal hochkommt. Und ab dem 28.10. endlich sind wir mit dem Thema Frieden wieder zugange. Das heißt also, Frieden kommt Ende Oktober ins Spiel und diese Energien oder Gedanken an Frieden beschäftigen alle Menschen, auch die Machthaber. Und das kann sich bis Januar hinziehen. Also eine Zeit, in der man überlegt, wie Frieden sein könnte, wie man Frieden ermöglichen könnte. Das sagt die Astrologie, ihr Lieben. Und es ist also, ja, ich weiß, ist ein bisschen eine schwierige Zeit jetzt im Oktober, sehr stürmisch und sehr wechselhaft und schicksalhaft. Aber wir gehen da durch und die Engel, was die dazu sagen, in erster Linie sagen sie, wir sollen versuchen, immer in unserer Mitte zu bleiben und das, was geschieht, aus dem Herzen heraus zu betrachten, aber nicht zu bewerten. Denn sobald wir in die Bewertung hineingehen, sind wir in der 3D-Energie und die gehört schon lange nicht mehr zu uns, die 3D-Energie. Denn spirituelle Menschen sind ja auf dem Weg ins Erwachen, so wie viele andere Menschen genau jetzt auch von diesen Energien berührt werden und ins Erwachen kommen werden, gerade durch diese heftigen Energien, die am Anfang, die ersten 3 Wochen im Oktober spürbar sind. Es heißt also, bleibt in eurem Herzen, versucht so gut wie möglich neutral zu sein und wartet ab, die Zeit geht vorbei und dann kommen wir wieder in das positive Fahrwasser sozusagen hinein. Ja, und jetzt möchte ich gerne die Luminea-Engel rufen und für euch ein Channeling geben, das uns helfen wird, durch diese Zeit schön und gut hindurchzukommen. Denn auch die Engel wissen, was welche Energien unterwegs sind und wie schwer für uns das teilweise ist. Und sie sind wirklich auch immer froh, wenn sie uns helfen können. Und wer von euch Lust hat, nach Marburg im November zu kommen, ist ganz herzlich eingeladen, denn dort werden wir intensiv in Zweiergruppen arbeiten. Wir werden Heilenergien ausprobieren, Techniken ausprobieren und dann auch gleich die Rückmeldung bekommen, wie die Energien wirken und was sie bewirken. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich freue mich schon sehr darauf, ihr Lieben. Ja, und jetzt rufe ich die Luminea-Engel und bevor ich sie rufe, sprühe ich mich noch ein mit der Luminea-Energie und mit der 999. Ein bisschen ist noch drin in meiner Flasche. Genau.
weil ich dann so schön tief hineinkomme in diese wundervolle Energie. Macht's euch gemütlich und ja, hört einfach zu, bleibt im Herzen, dann erreichen euch die Energien auf jeden Fall. Voller Liebe betreten wir diesen Raum und sprechen die Worte Smarana, die sich jetzt wie eine Blume vor deinem Herzen entfalten. Wir, die Luminärengel, kommen zu dir, um dir zu sagen, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass wir bei dir sind, dass wir dich gerne begleiten, sobald du uns rufst. Auch wenn manche Situationen schwer erscheinen mögen, ist es wichtig, in seinem Herzen zu sein und zu wissen, dass man nicht alleine ist. Und so möchten wir dir gerne ein Energiegeschenk machen. Dieses Energiegeschenk, was wir dir gleich überreichen werden, das wird in deine Aura, in dein Energiefeld einfließen und es wird sich in deinem Körper genau die Stellen suchen, wo du diese Energie besonders gut gebrauchen kannst. Und es ist, man könnte sagen, ein Bad der Heilung, welches wir dir heute anbieten. Ein Bad der Entspannung und der Stärkung, denn wir wissen, wie der Oktober von den Energien her anstrengend sein kann. Und so wirst du jedes Mal, wenn du dich ein bisschen müde fühlst, die Gelegenheit haben, diese Botschaft noch einmal anzuhören und das Bad der Heilung in Anspruch zu nehmen. Wir werden die Energien jetzt in diesem Video für dich speichern, sodass du immer, wenn du da bist und es anhörst, die gleiche Qualität der Energien bekommen wirst wie jetzt. Und es liegt uns sehr am Herzen, einen jeden einzelnen von euch zu unterstützen. Denn wir wissen, wie wichtig jeder einzelne von euch ist. Wir wissen, dass ihr das Licht auf der Erde tragt. Und wir wissen, dass durch euch, nur durch euch, das Licht sich vergrößert. Und dass jedes Wort, was ihr sprecht, von Liebe und Licht getragen ist. Und dass jeder Gedanke, den ihr denkt, von Liebe und Licht getragen ist. Und deswegen legen wir sehr viel Wert darauf, dass es euch gut geht, dass es einem jeden von euch gut gehen wird. Und so sind wir heute hier, um euch zu unterstützen. Und so bitten wir dich nun, lege deine Hände auf dein Herz, lege sie sanft auf dein Herz auf, in die Mitte deines Brustkorbes und atme dreimal tief ein und aus. Mit diesem Ein- und Ausatmen bist du in deine Balance gekommen. Du bist in der Mitte deines Feldes. Die weibliche und männliche Seite wurde ausgeglichen und du bist innerlich ruhig und achtsam. Und genau das ist es, diese innere Ruhe und Achtsamkeit, welche dich nun öffnen wird, um unsere Liebe zu empfangen. Und so öffne nun in Gedanken deine Herzenstüren und lass die Luminärenergie einfließen. Und spüre,
wie ausgehend von deinem Herzen diese Energie sich nun in deinem gesamten Körper verteilt. Lass es zu und erlaube dir, dich so tief fallen zu lassen, wie es jetzt möglich ist, um zu genießen, was geschieht. Wir geben dir ein wenig Zeit, um dieses Bad zu nehmen, das Bad der Luminea-Energie. Und so ist es geschehen. Deine Zellen wurden durchströmt mit unserer Energie. Dein Geist wurde gereinigt mit unserer Energie. Und dein Herz wurde befreit von Gefühlen, die schwer für dich sind. Und so wurdest du neu ausgerichtet, gekräftigt und gestärkt. Die heilenden Energien sind bei dir und sie tragen dich in die höheren Dimensionen hinein. Sie tragen dich dorthin, wo sich deine Seele frei fühlt. Wo dein Licht hell leuchtet. Sie tragen dich dorthin, wo du deine Sternenfreunde fühlen kannst, diese Energien. Sie sind weise und intelligent und sie begleiten dich sanft an Orte, die wichtig für dich sind. Und so lass es jetzt einfach geschehen. Denn es geschieht in der tiefsten Liebe und Achtsamkeit, so wie es jetzt für dich gut und richtig ist. So bist du nun vollkommen aufgeladen mit dem Licht der Liebe der Luminea-Engel
Und zum Abschied singen wir deinen Namen. Und wir lobpreisen deine Seele dafür, dass du jetzt gerade inkarniert bist. Und so singen wir das Lied der Liebe für dich. Und so kommst du, wenn wir uns jetzt verabschieden, mit deinen Gedanken und deinem Fokus wieder in dein Hier und Jetzt zurück, währenddessen wir die letzten Worte zu dir sprechen, kommst du langsam wieder bei dir an und genießt noch die letzten Töne des Lichtes, welches wir dir mit Freude überreichen. Und so wird dich die Musik, die himmlischen Töne weiterhin begleiten. Und du kannst einfach in dieser Energie bleiben, während auch ich, Nirjana, mich von dir verabschiede und mich bedanke, dass du hier warst und mich bedanke, dass die Luminea-Engel uns so wundervoll begleitet haben.